Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Shadowhearts Covenant. Wir sind heute zusammengekommen, um auf das Dach dieses kaiserlichen Palastes zu gehen und uns dem Rasputin zu stellen. Ich hoffe, dass uns jetzt nichts hier anfällt. Wir sind ja ein... Tja, natürlich fällt uns irgendwas an. Es hätte auch... Oh, Chance auf einen Erstschlag. Fusion. Barbarara. Und dann Magma. Oh nein, wie doof. Ich treffe ja gar nicht alle. Ja gut, da treffe ich wenigstens die. Die sind zu weit auseinander. Wow! Ich will nicht, dass sie mich angreifen. Toll. Oh Mann, Joachim, was bist du für ein Typ, ey? Oh Gott. Solange sie mich nicht angreifen, ist eigentlich okay. Los, macht auch nochmal Bogenschirm, bitte. Vielleicht kriege ich wenigstens wegen Ringerfolg oder irgendwie sowas. Ach nee, ich habe ja gar keinen Ringerfolg. Ich habe ja versagt. Oh. That was easy enough. Feind, Action, zwei Züge. Okay, das geht ja noch. Oh, die Karin hat bald Level up und auch der Geppetto. Der Arme, der ist der Einzige, der noch kein Level 21 hat. Sagen, also die können doch nicht nur einmal jemanden hier machen lassen. Das versag ich auch schon hier. Ja. Ja, na endlich. Och, ernsthaft? Ist das denn ernst? Ich sag's mal so, eine Glanzleistung war das jetzt hier nicht. That was a pretty good warm-up. Werden sie jetzt alle mal heilen, bevor wir da aufs Dach gehen? Blanka, unser Heilungsbot,
Rayonica, halt sie auf. Ich verschanze die Festung von Pretopavlovsk. Ja, Fürst Rasputin. Aus dem Weg, Veronika. In die Hölle. Du kannst meinen Kräften nicht widerstehen. Ich habe sie von Rasputin selbst geschenkt bekommen. Jetzt kämpfen wir also gegen die Veronika. Die Musik voll krass, ey. Ach, stimmt, die Musik. Oh, ich will den Soundtrack haben, unbedingt. Die Nachtkönigin. Nein, komm durch, Po. Verdammt nochmal. Die ist aber stark. Das ist aber krass. Jetzt bräuchte mal Blitz, weil sie ist ja Wasser. Ich habe keinen Blitz. Habe ich Blitz? Nee, ich habe nur Hitzevorteil. Nee. Ah, nee, war nicht so gut. Hast du Blitz? Er hat niemand Blitz. Ich muss erstmal ein bisschen runterboxen hier. Dann wird dann bestimmt noch extrem hohe Kräfte, die sie uns. Gut, wir sind schon mal nicht sofort tot. Aber jetzt hat nicht all. Jeder hat. Also nicht alle haben Leonardo's Bär dabei. Irgendeiner wird früher oder später sterben.
oder Visier, die haben Blitz. Jetzt bräuchte man halt Bogen kurieren. Grundsätzlich ist ja ganz schön schrecklich, was sie jetzt machen hier. Der Rasputin hat einfach seine Schnecke, vorgeschickt, damit wir sie umbringen und er weggehen kann. Sie hat 6, 8 Brüste. Wie viele Brüste hat sie? Sehr viele. 8. Ja, 8. Aber sie nimmt halt auch nichts an von uns, gell? Sie nimmt keinerlei... Sie nimmt keinerlei Ringdings von uns an. Immer noch volle MP. Das ist doch ein MP-Angriff. Eigentlich müsste sie jetzt MP verlieren. Wieder 2. Auch voll gemein wäre. Ist, wenn, sobald man einmal einen Ring verpasst, also einen so ein Feld, dass dann der Gegner dran wäre. Das wäre voll gemein. Knapp jetzt. Hör doch auf mit dem Scheiß. Sag mal. Oh nein, das hat mich gerade voll rausgebracht, dass ich glaube ich gesehen habe, dass die Karin keine PPs mehr hat. Oh, sehr gut. Und du heilst sie jetzt mal bitte. Das war knapp jetzt. Im besten Fall wird sie jetzt beim nächsten Unfall. Ah, nee, das dauert noch. Der macht keine... Einundachtzig.
Yeah! Die Königin ist down. Die Schnecker. Well, that's that, I guess. Ha, Genti, Mondöl. 10.000. Boah, da kriegen doch alle Level ab, oder? Außer Lucia. Die Arme. 112 Seelen. Oh. Lord Rasputin. Something to show you! The demon that dwells within me! My lord and benefactor Asmodeus! It is time to fulfill the soul pact!
come to this world and take this place as your holy land. In the name of the Sword Sages, I summon you to this place! Dieses Schiff hoch, also Schiff in Anführungsstrichen, diese Festung, das hat so vieles von Shadowheart 1. Ich weiß auch nicht, es sind mir irgendwie Tränen in die Augen gekommen. Es ist interessant, dass wir noch nicht mal auf der zweiten CD sind. Also nach, danach muss ja noch so viel kommen. So unfassbar viel, was eine zweite CD nötig machte. Es fühlt sich so ein bisschen so an, weil auch Wuda Rasputin so geflogen ist. Das hat mich so an den Albert Simon dann erinnert. War ja nicht mehr Roger Bacon. Das ist so krass gemacht. Da, also bei dem Spiel, es braucht noch nicht mal ein Remake, finde ich. Es braucht einfach nur ein Remastered, wo es einfach nicht wie bei Final Fantasy X, dieses erste Remastered, das war auch nicht so der Burner. Alles, was, es hat so stark gewirkt. Die Kanten waren zwar glatt, aber es hat so papierartig gewirkt, die Klamotten teilweise, dass die keine Erhebungen hatten und sowas. So ein richtig schönes Remastered. Das würde ich mir wünschen. Noch nicht mal ein Remake, gar nicht. Ja, aber egal, zurück zum Spiel. Was ist das, dieser große Tempel? Sieht aus wie das Schloss Satans. Unglaublich. Ich denke, Rasputin ist zu allem entschlossen. Gehen wir hinein? Na, was denn sonst? Halt mal, bei dem Typen können wir uns keinen Fehler leisten. Gut. Gut? Ich frage mich derzeit ernsthaft, wer der Feind ist. Ganz am Ende, wenn es nicht Rasputin ist. Vielleicht Albert Simon kommt aus Juris Träumen zurück? Vielleicht Bischof Jovis, der einfach von den Toten wieder zurückgekehrt ist? Vielleicht Veronica? Oh Gott, dann ist ja diese Vorschau, die ist ja mal voll unspoilermäßig. Oder verliert einfach Juri wieder seine Kräfte wie damals
in Shadow Hearts 1. Wir werden es alles in den nächsten Folgen sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.